Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch, aber es ist nicht irgendeine Buchvorstellung, sondern die liebe Sina vom Kanal von Wörtern gefesselt hat ihr erstes Buch veröffentlicht und ich darf euch heute endlich ihre Geschichte vorstellen und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, außer ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Wer mich etwas länger guckt und verfolgt, weiß, dass die liebe Sina vom Kanal von Wörtern gefesselt und ich auch befreundet sind. Und Sina ist ja auch Booktuberin. Wir haben uns auch über Booktube damals kennengelernt. Und ja, Sina hat sich vor einer ganzen Weile hingesetzt und hat eine Geschichte geschrieben. Und dabei herausgekommen ist eine Liebesgeschichte. Und zwar heißt diese Keep Calm and Wait for Your Fate. Und ich bin sehr, sehr stolz auf die Sina, dass sie das wirklich durchgezogen hat. Denn jeder, der schon mal irgendwie im Ansatz versucht hat, ein Buch zu schreiben, weiß, wie schwierig das ist, da dran zu bleiben. Und weiß, wie hart das ist, das Ganze dann wieder zu überarbeiten und zu lektorieren und zu korrigieren und nochmal drüber zu gehen und das Ganze dann zu setzen und dann online zu stellen. Da habe ich echt riesigen Respekt vor Sina, dass sie das wirklich so durchgezogen hat und da bin ich echt stolz auf sie. Und ja, ich drücke ihr auf jeden Fall auch ganz, ganz fest die Daumen für ihr Baby und ja, ich verlinke euch das Buch natürlich unten in der Infobox. Wenn es euch interessiert, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich erkläre euch aber erstmal, worum es in diesem Buch eigentlich geht. In diesem Buch geht es um Lynn und Lynn wohnt in Essen zusammen mit ihrer kleinen Katze Herbie und ja, arbeitet dort in einem Büro und ist derzeit Single. Und Lynn ist eigentlich im Großen und Ganzen recht zufrieden mit ihrem Leben. Sie hat einen besten Freund, er heißt Steven und mit Steven geht sie jeden Sonntag zum Tanzkurs, dann hat sie noch eine beste Freundin, Janine, mit der trifft sie sich regelmäßig, natürlich auch mit Steven und ja, hat Freude an ihrem Leben und Spaß an ihrem Leben, aber sie merkt halt, dass irgendwie etwas fehlt. Lynn hätte gern mal wieder einen Freund und eine Beziehung und so tut Janine, ihre beste Freundin, sie dazu überreden, doch nochmal diese ganzen Dating-Apps auszuprobieren und ja, was Lynn dann alles bei diesen Dating-Apps erlebt und ob sie Mr. Right findet oder nicht, das ist es, worum es im Endeffekt in dieser Geschichte geht. Als allererstes komme ich mal wie immer mit zur Handlung und ich kann nur sagen, dass die Handlung mir im Großen und Ganzen wirklich gut gefallen hat. Ich fand den Start in der Geschichte gut, ich fand es witzig zu sehen, was Lynn alles so erlebt auf ihren Dating-Apps und ja, auch im weiteren Verlauf der Geschichte, finde ich, hat sich Sina schöne Sachen überlegt, was unsere Charaktere hier alles erleben. Ich hatte nur ein klitzekleines Problem mit dem Ende, denn ich fand das Drama am Ende fand ich aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar. Das hat aber direkt mit dem Charakter Lynn zu tun. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Und ja, also ich fand am Ende dieser große Wendepunkt, wo nochmal so richtig die Dramatik in die Geschichte kommt, das war nicht meins. Und da konnte ich diese Entscheidungen, die die Charaktere dort getroffen haben, nicht nachvollziehen. Deswegen war das Ende für mich so nicht 100% perfekt, weil ich einfach das Ganze für mich persönlich nicht nachvollziehen konnte. Aber das ist natürlich wieder Ansichtssache und das war jetzt halt wieder, wie gesagt, meine persönliche Ansicht und meine persönliche Meinung. Andere Leute verstehen das total. Das hat aber bei mir damit zu tun, dass ich prinzipiell mit dem Charakter von Lynn, ich gehe jetzt mal gleich über zu den Charakteren, dass ich mit dem Charakter von Lynn meine Schwierigkeiten hatte. Denn Lynn und ich, wir sind zwei grundsätzlich verschiedene Personen. Also Lynn ist ein ganz, ganz anderer Mensch wie ich. Sie hat eine ganz andere Denk- und Herangehensweise an alles. Und wir haben absolut überhaupt keine Ähnlichkeiten so vom Charakter her. Und das war für mich dann ein bisschen schwierig, auch in der Geschichte, ihre ganzen Handlungsweisen und alles einen Schritt weit immer auch mit nachzuvollziehen. Ich habe wirklich dann auch versucht, mich in sie hineinzuversetzen und versucht, das aus ihrer Sicht zu verstehen. War an der einen oder anderen Stelle für mich immer nicht ganz einfach. Das lag aber, wie gesagt, auch einfach daran, dass Lynn und ich grundsätzlich zwei komplett verschiedene Charaktere sind, bis auf das mit dem Netflix-Gucken. Wir gucken beide sehr, sehr gerne Netflix, wobei hier Lynn auch ganz, ganz andere Sachen guckt als ich. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal erwähnt haben. Und ja, also dadurch hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten in der Geschichte mit Lynn, aber wie gesagt, das ist wieder meine Meinung, das ist meine Ansicht, das ist, hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun. Was die anderen Charaktere betrifft, zum Beispiel Steven, den besten Freund von Lynn, den fand ich großartig. Steven ist ein ganz, ganz toller Charakter und ist auch definitiv mein Lieblingscharakter in dieser Geschichte, denn Steven ist einfach ein ganz, ganz toller Charakter. Er ist ein super Freund, er ist für seine Freunde da, wenn sie einen brauchen. Ansonsten hat er Spaß mit seinen Freunden und genießt das Leben und er ist so ein kleiner Workaholic und ja, Steven ist einfach ein ganz, ganz toller Charakter und der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genau wie Lynns beste Freundin Janine. Janine war auch ein super Charakter. Ich mochte Janine auch. Sie ist mir sehr, sehr sympathisch gewesen. Janine war eine Frau, die weiß, was sie vom Leben will. Ja, also wie gesagt, mit Steven und Janine hatte ich absolut keine Probleme. Dann gibt es in dieser Geschichte natürlich auch noch weitere Charaktere, zum Beispiel Noah. Noah hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Den mochte ich auch sehr. Und auch alle anderen Nebencharaktere, die in dieser Geschichte so noch irgendwie am Rande noch mit vorkommen, kann ich nur sagen, dass sie mir auch gut gefallen haben. Die haben ihre Rollen super gespielt. Die kamen so
rüber, wie sie rüberkommen sollten. Und ja, also was die Charaktere betrifft, hatte ich da ansonsten jetzt mal abgesehen von Lynn und mir, dass wir so grundsätzlich verschieden sind, keinerlei Probleme weiter. Was das Setting betrifft, befinden wir uns ja hier in Essen. Und Essen ist ja eine Stadt im Ruhrpott und die Geschichte spielt auch nicht nur in Essen, sondern auch an verschiedenen Orten im Ruhrpott, sage ich jetzt einfach mal. Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so gut aus. Ich kann nur sagen, dass ich vom Setting her absolut keine Probleme hatte, mir irgendwas vorzustellen. Auch wenn Sina irgendwas beschrieben hat in den Szenen, wenn die irgendwas gemacht haben, irgendwo waren, hat sie das auch alles gut beschrieben. Da hatte ich auch keine Probleme mit. Also was das betrifft, kann ich auch nur sagen, hat sie toll gemacht, hat sie gut hingekriegt und ja, war auf jeden Fall in meinem Kopf alles sehr, sehr präsent. Was den Schreibstil von Sina angeht, würde ich sagen, wir haben hier einen einfachen, lockeren, leichten Schreibstil, passend für diese Liebesgeschichte. Sina ist in ihrer ganzen Art und Weise sehr, sehr, wie nennt man das? Zeitgenössisch? Nennt man das zeitgenössisch? Also sie ist sehr aktuell, auch was den Sprachgebrauch betrifft. Ich habe jetzt dreimal versucht, dieses Wort auszusprechen. Meine Güte. Ja, also ist sie sehr, sehr modern und Sina benutzt auch in ihrer Geschichte sehr, sehr viele Redewendungen und Ausdrücke und Artikulationen, die man auch so aus dem normalen täglichen Sprachgebrauch kennt. Und das hat das Ganze natürlich vom Lesen her sehr, sehr vereinfacht. Also man kommt einfach wahnsinnig, wahnsinnig schnell durch diese Geschichte. Ich muss sagen, ich bin ja so ein Mensch, ich liebe ja Kitsch und Klischees und Schmalz und wenn das so romantisch ist und das hat mir so ein bisschen gefehlt in dieser Geschichte. Sina ist da sehr, sehr klar auf den Punkt und mir hat halt so ein bisschen dieses Schmalzige gefehlt, aber das ist halt einfach auch nicht Sina. Sina ist nicht overkitschy und overschmalzy und es gibt sehr, sehr viele Leute, die das natürlich auch gar nicht mögen, dieses schmalzy und kitschy und alles zu viel. Für die Leute ist diese Geschichte auf jeden Fall genau das Richtige. Wie gesagt, mir hat das so ein bisschen gefehlt, was ich jetzt aber auch absolut nicht schlimm finde. Mehr kann ich zum Schreibstil auch nicht sagen, außer dass es ein sehr, sehr einfacher, lockerer, leichter Schreibstil ist, man das Buch sehr, sehr schnell lesen kann und ja, er absolut nicht kitschy und schmalzy ist. Und mehr kann ich zu Keep Calm and Wait for Your Fate auch nicht sagen. Wie gesagt, es ist eine richtig niedliche Liebesgeschichte mit einer Protagonistin, die auch mal ein bisschen anders ist. Denn Lynn ist keine Frau, wie wir sie aus Büchern kennen. Sie ist nicht groß und nicht schlank und ja, sie sieht einfach mal ein bisschen anders aus. Sie ist halt eine Frau mit Kurven und sie ist halt auch ein bisschen fülliger und sie steht halt auch da dazu. Und Sina hat dieses Thema ja auch bewusst aufgegriffen, weil es halt solche Geschichten auch nicht richtig gibt. Also es gibt nicht viele Geschichten, wo eine Protagonistin ein bisschen kräftiger ist und auch damit keine Probleme hat. Oftmals hat man es ja in Geschichten, wenn Frauen etwas fülliger sind, dass sie dann abnehmen oder Depressionen haben oder mit sich unzufrieden sind. Und natürlich ist auch Lynn als Protagonistin mit sich selbst nicht immer zufrieden, aber wer ist das schon? Aber im Großen und Ganzen steht sie halt zu ihrer Figur und ist halt glücklich auch mit sich selbst und ist mit sich, was das betrifft, im Großen und Ganzen auch im Reinen, wie gesagt, bis auf halt so kleine Anfälle, die jede Frau, glaube ich, nachvollziehen kann. Und ja, das ist halt auch nochmal so ein Aspekt an der Geschichte, der halt auch nochmal so etwas Besonderes, finde ich, ist. Und ja, ich kann euch nur sagen, schaut euch Keep Calm and Wait for Your Fate einfach mal an. Wie gesagt, Link zu dem Buch ist unten in der Infobox. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass es Sina ein Buch aktuell nur als E-Book gibt und auch aktuell nur bei Amazon. Aber falls euch das Ganze interessiert, wie gesagt, schaut es euch einfach mal an. Falls ihr das Buch gelesen habt, schreibt hier gerne einen Kommentar drunter oder auch bei der lieben Sina auf ihrem Kanal, den verlinke ich euch unten auch nochmal. Ich glaube, sie freut sich da wirklich sehr über Feedback und ja, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich wünsche Sina alles, alles Liebe für ihr Buch und alles Gute. Ich drücke ihr da alle Daumen, die es gibt, dass die Geschichte auch gesehen wird und gelesen wird und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.